Wir wollen uns damit beschäftigen, sozusagen mit einer unteren Schranke für das Thema Sortieren. Untere Schranke heißt, besser als das, was wir dann da vielleicht formulieren, geht es einfach nicht. So, und die bisherigen Verfahren. Ja, was machen die? Die basieren im Wesentlichen auf Vergleichsoperationen, indem wir gesagt haben, AI ist kleiner als AJ beispielsweise. Ja, oder irgendwie echt kleiner oder größer gleich. Also die verwenden, bisherige Verfahren basieren auf Vergleichsoperationen. Das können dann die da sein. Und wenn man sich das mal genau anschaut, dann gehe ich jetzt mal hier auf so eine Folie. Also geht es besser als dieses O von n log n, was wir ja bislang haben, sozusagen als die beste Laufzeit, die wir bislang ermittelt haben, sowohl für das Merge Sort als auch jetzt für das Heap Sort. Ja, also geht es besser, und das schreibe ich mal hier jetzt irgendwie drauf, geht es besser als O von n log n. Ja. Und dazu gucken wir uns mal an, so ein Dingen, so ein Vergleichsbaum. Der Vergleichsbaum funktioniert wie folgt. Ich habe jetzt beispielsweise einfach eine Liste, es ist einfach ein Baum für drei Elemente. Und ich führe sozusagen Vergleiche zwischen einzelnen Elementen aus. Ja, also die ganzen Verfahren, die wir bislang gemacht haben, basieren auf dem Vergleich einzelner Elemente. Ja, und hier beispielsweise vergleiche ich jetzt das Element A1 mit dem Element A2. Ja, und wenn A1, also Eingang ist die Folge A1, A2, A3. Ja, das ist sozusagen das, was ich da reingebe. Und die möchte ich jetzt gerne sortieren. Da stehen jetzt irgendwelche Zahlen drin. Und ich vergleiche hier die ersten beiden Elemente miteinander, also die beiden. Ja, und wenn das A1 kleiner ist, dann vergleiche ich noch A2 mit A3. Und wenn A2 kleiner ist als A3, dann ist das auch die richtige Reihenfolge. Ja, dann ist das sozusagen die Reihenfolge einer aufsteigenden Sortierung. Wenn ich feststelle, naja, A1 ist kleiner als A2, jawohl, jetzt vergleiche ich A2 mit A3, ja, und dann ist A2 aber größer, dann muss ich noch das Verhältnis von A1 und A3 miteinander vergleichen. Ja, und wenn A1 kleiner ist, dann ist die richtige Reihenfolge A1, A3, A2. Ja, und so ergibt sich sozusagen für jede mögliche Konstellation, ergibt sich halt hier quasi ein Pfad durch diesen Baum. Ja, also eine Sortierung dieser drei Elemente entspricht letztendlich einem Pfad in diesem Baum, je nachdem, wie halt sozusagen die Konstellation der Zahlen halt ist. Und dann ergibt sich hier sozusagen unten in diesen Blättern, ergibt sich je nachdem, wie diese Vergleiche sozusagen ausgewertet wurden, ergibt sich halt eine Umsortierung der Elemente. Also das hier unten stellt immer eine aufsteigend sortierte Folge dieser drei Elemente A1, A2, A3 aus. Ja, ich glaube, ich habe jetzt auch irgendwie nochmal animiert, irgendwie so ein Beispiel. Ich glaube, das kommt jetzt hier. Ja, nehmen wir mal an, wir haben die Folge 12, 13 und 5. Und jetzt in Orange gekennzeichnet sind die beiden Elemente, die ich jetzt an der Stelle, also in dem Knoten hier, miteinander vergleiche. Also in diesem Fall A1, A2, das ist A1, das ist A2, das ist A3. Vergleiche ich miteinander so, 12 ist kleiner als 13, also gehe ich dahin. Dann vergleiche ich das Element A2 und A3 miteinander. Ja, 13 und 5, na, da stelle ich fest, dass 5 kleiner ist als 13 oder anders ausgesprochen oder anders ausgedrückt, ausgehend sozusagen immer von dem ersten Element. Ja, also die 13 ist größer als die 5, also muss ich hier runtergehen. Das heißt, da würde ich jetzt nochmal vergleichen, das erste und das dritte Element miteinander, 12 und 5. Ja, dann würden wir hier sozusagen
Genau, die 12 ist größer als die 5, also gehe ich in den Teil. Ja, und dann vertausche ich sozusagen die Elemente. Ja, das war A1, das war A2, das war A3. Ja, A3 steht jetzt ganz vorne, das ist die 5. A1 steht in der Mitte, das war die 12, steht jetzt hier. Und A2 ist die 13, steht jetzt hier. Aufsteigend sortierte Folge. Ja, und das würde sich sozusagen jetzt bei jedem der Blätter in diesem Baum so ergeben. Also, das habe ich eigentlich alles schon gesagt. Ja, jedes Blatt stellt eine Permutation oder Vertauschung der drei Eingangselemente A1, A2, A3 dar. Haben wir gerade gesehen. Jeder Knoten entspricht einem Vergleich von je zwei Elementen, habe ich Ihnen erläutert. Die Sortierung der Elemente wird erreicht, indem man von der Wurzelbeginn durch den Baum läuft, die in den Knoten angegebene Vergleiche ausführt und entsprechend verzweigt, haben wir gemacht, und ist ein Blatt erreicht, so ist die Folge sortiert. Haben wir gerade an einem Beispiel gesehen. Und zwar, Überlegung ist jetzt die folgende. Wir behaupten jetzt einfach, die Höhe des Vergleichsbaumes ist die Worst-Case-Komplexität für das Sortierproblem. Das heißt, oder genauer, sozusagen der längste Weg, das entspricht gerade der Höhe des Baumes, die Länge eines längsten Weges von der Wurzel zu einem Blatt. Das habe ich noch gar nicht so formal eingeführt, so den Begriff Baum. Da können Sie aber was mit anfangen, oder? Das ist das Konstrukt, was wir da gerade gesehen haben, was sich irgendwie so aus diesen Knoten und Kanten zusammensetzt. So, und das überlegen wir jetzt, oder überlegen wir uns, warum das der Fall ist. Oder als erstes ziehen wir erstmal daraus, okay, damit gilt dann das Folgende. Die Höhe des Baumes ist somit eine untere Schranke für das Sortieren. Untere Schranke heißt, unter diesen Rahmenbedingungen, also wir haben jetzt beispielsweise numerische Werte und wir vergleichen die Werte miteinander, also wir basieren auf diesen Vergleichsoperationen, besser als das wird es nicht werden können. Ja, da können wir uns jetzt hinsetzen und sagen, wir möchten aber jetzt noch einen besseren Algorithmus entwickeln, wird nicht funktionieren. Machen wir uns mal so ein paar Gedanken dazu. Ich schreibe immer so ungern einen Beweis, weil dann die Studierenden immer so zurückschrecken. Die mögen sie einfach nicht. Ne? Darum formuliere ich das immer so ganz zart und sanft. Also, wir machen uns mal so ein paar Überlegungen zur Begründung. Wenn ich mir irgendwie Gedanken mache, dass ich irgendwie was zeigen will, dann sammle ich immer erstmal, was ich an Informationen habe. Schreibe ich mir dann irgendwie auf und dann kann man überlegen, was man daraus sozusagen ableiten kann. Also, jedes Blatt entspricht einer Permutation, also irgendwie Elemente vielleicht vertauscht dargestellt. Genau, jedes Blatt entspricht einer Permutation. Ich weiß nicht, ob Sie das in der Mathematik gemacht haben, wie man so Permutationen beschreibt, welches die Ordnung da schreibe ich mal hin, irgendwie P1, ich sage gleich, was das bedeutet. Also ich gehe davon aus, ich habe
n Elemente, ja, das geht hier bis n, ja, und sozusagen die Eingangsfolge, die schreibe ich vielleicht nochmal hin, Eingangsfolge ist a1, a2 bis an. Ja, und mit einer Permutation meine ich einfach nur, ja, ich vertausche halt hier diese Indizes. Ja, das a1 muss ja nicht das kleinste sein, aber das kleinste Element hat jetzt sozusagen den Index Pi von 1. Ja. So, mit diesem Entscheidungsbaum oder Vergleichsbaum hatte ich ihn eben genannt, der Vergleichsbaum. Stellt die vergleichsbasierende nicht die, sondern einen Also Vergleichsbaum stellt so einen vergleichsbasierenden Sortieralgorithmus dar. Laufzeit des Algorithmus. Weg von der Wurzel zum Blatt. Ja, und Worst Case, das haben wir hier eben auch gesehen. Hier beispielsweise habe ich nur zwei Kanten, ja, um hier zu landen. Ja, sozusagen der Sortiervorgang geht schneller als der Sortiervorgang, ja, wo ich schon drei Schritte brauche. Jetzt bei diesem kleinen Beispiel hält sich vielleicht die Erkenntnis noch in Grenzen, aber man sieht, es gibt kürzere Wege, es gibt längere Wege. Und sozusagen die Worst-Case-Komplexität ist natürlich die Länge des längsten Weges. Also das entspricht gerade der Höhe des Baumes. Worst-Case entspricht Länge des längsten Weges. Das ist gerade die Höhe des Baumes. So, jetzt müssen wir uns überlegen, warum es nicht besser gehen kann. Wenn wir so einen Sortieralgorithmus betrachten, dann muss der ja jede mögliche Eingabe verarbeiten können. Ja, das ist nicht auf irgendwelche Spezialfälle begrenzt, sondern wir müssen sozusagen jede mögliche Eingabe bearbeiten können. Also jede Permutation Jede mögliche Permutation von diesen n-Eingabewerten muss verarbeitet werden können. Ja, wie viele Permutationen gibt es? Frage an Sie. N-Fakultät. Warum n-Fakultät? N-Fakultät. Also wenn ich zwei Elemente habe, ja, habe ich irgendwie zwei Möglichkeiten.
Haben wir zwei Möglichkeiten. Jetzt kommt ein drittes Element dazu. Wo kann dieses dritte Element stehen? Das kann hier stehen, das kann hier stehen, das kann hier stehen. Und dann können aber diese beiden vorherigen Elemente, die können ja auch ihre Position noch tauschen. Das heißt, ich habe 3 mal 2. Das vierte Element, genau das gleiche Argument. Ja, mal 4 und so weiter. Das heißt, mit jedem Element kommt sozusagen genau das Vielfache der Größe dieses Elementes dazu. Das heißt, wir haben N-Fakultät Permutationen. Was heißt das für unseren Baum? Wenn wir uns jetzt hier angucken, gucken wir uns mal diesen Baum hier nochmal an. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Einmal, zweimal, drei, passt. Das heißt, alle Permutationsmöglichkeiten dieser drei Elemente, A1, A2, A3, die kommen irgendwie im Baum hier vor. Hier haben wir A1, A2, A3, hier haben wir A1 vorne, 3 und 2 getauscht, ja, und so weiter. Also alle Permutationen dieser n Elemente müssen in diesem Baum enthalten sein. Ja. Wenn das nicht der Fall wäre, wenn wir, keine Ahnung, den hier weglassen würden, ja, dann könnten wir einen gewissen Teil der Eingaben nicht vernünftig sortieren. Ja. Ich werde mal überlegen, was haben wir hier, ob wir das jetzt auf die Schnelle hinkriegen. Da ist, gehen wir mal hier hin, 12, 13, sagen wir mal, das Ding würde fehlen. Ja, wenn der hier fehlen würde, dann würde ich da gar nicht hinkommen. Ja, und wenn ich beispielsweise dann die Eingabe hätte 1, 2, 3, wenn das meine Eingabe wäre, ja, und ich würde hier nicht hinbekommen, nicht hinkommen, ja, dann würde ich, das ist ein schlechtes Beispiel. Das ist ein schlechtes Beispiel. Wir nehmen mal das Beispiel. Nehmen wir das Beispiel. Und das Ding ist nicht da. Ja? Wenn das Ding fehlt, dann könnte ich aus dem 2, 1, 3 nicht die Folge 1, 2, 3 konstruieren. Ja, ich würde hier runterlaufen, ich würde die ersten beiden miteinander vergleichen. Jawohl, 2 ist größer als 1, also würde ich hier das erste mit dem dritten vergleichen. Ja, hier darf ich jetzt nicht hin, weil das Element ist ja nicht da. Ja, aber das ist erforderlich, um genau aus dem 2, 1, 3, 1, 2, 3 zu machen. Ja? Und so kann ich jetzt sozusagen mit jeder möglichen Permutation argumentieren. Das heißt, die muss enthalten sein. Jede Permutation So, jetzt müssen wir uns überlegen, wie viel Platz brauchen wir denn, um N-Fakultät Elemente in diesen Baum unterzubringen? Weil dann haben wir die Höhe des Baumes. Und das hatten wir eben schon festgestellt. Ja, hier. Die Laufzeit ist Weg von der Wurzel zum Blatt. Und Worst Case, und damit eine untere Schranke für das Sortieren, ist sozusagen die Höhe des Baumes oder die Weglänge des längsten Weges. So, und daraus machen wir jetzt mal so einen richtigen Satz. Den hatte ich eben, glaube ich, schon. Ne? Machen wir nochmal einen. Vergleichsbaum zur Sortierung. Von n Elementen. Omega von n log n. Ja? Also so viel benötigen wir mindestens. So, Begründung. So, Binärbaum. Mit solchen Bäumen haben wir es bei dem Vergleich zweier Elemente immer zu tun.
Ja, also wir haben immer zwei Nachfolgeknoten, Binärbaum der Höhe, sagen wir mal H, hat höchstens wie viele Blätter? Hoch A. Ja, auf der ersten Ebene haben wir ein Blatt, auf der zweiten Ebene haben wir zwei Blätter, auf der dritten Ebene haben wir 2 hoch A minus 1. Ne? Wenn wir einen Baum mit nur einem Knoten mit der Höhe als Höhe 0 bezeichnen, das ist auch richtig, da gibt es keine Kante. Ja, also wenn wir irgendwie hier einen Baum haben, ein Knoten hat Höhe 0, H gleich 0. H gleich 1, H gleich 2 und so weiter. Ja? Verdoppelt sich immer, mit auf jeder Ebene kommen zweimal der vorhergehenden Anzahl Knoten dazu. Das heißt, dann sind wir bei höchstens 2 hoch H Blätter, nicht Knoten. So, jetzt haben wir eben gesagt, wir müssen da mindestens bei n Elementen, die wir jetzt sortieren wollen, bei n Elementen müssen wir n Fakultät viele Blätter haben. Das heißt, wir müssen uns jetzt überlegen, wann gilt, n-Fakultät ist kleiner als 2 hoch a. Ja, wenn wir maximal 2 hoch a Blätter haben, oder interessieren uns ja für dieses h, für diese Höhe. Ja? Und bei dieser Gültigkeit, das ist hier ein n, das ist schlecht gezeichnet. Oder wann ist, für welches n gilt, dass der Logarithmus der Fakultät von n kleiner ist als h. So, ich weiß nicht, ob Sie das in der Mathematik gemacht haben. Dafür gibt es eine sogenannte Formel, das ist die Stirling-Formel. Auch wenn Sie nicht gemacht haben, das ist nicht so schlimm, das ist halt einfach eine Formel, die gilt in der Mathematik. Hat sich vermutlich der Herr Stirling mal irgendwann überlegt. Und zwar daraus können wir ableiten, das gilt, n-Fakultät ist größer als n durch e hoch n. Und das können wir dann machen, so wie folgt, umformen aus dem hier, h ist größer als Logarithmus von n Fakultät, ja, das ist größer als Logarithmus von n durch e hoch n. Das ist gleich Logarithmengesetze n mal log n minus n mal log e. Ja, wenn wir mit dem Logarithmus Naturalis rechnen, dann wird das hier zu 1. Dann haben wir da stehen n log n minus n. Und das ist gerade n log n. Ja? Also, so groß muss das h mindestens sein. Damit wir da vernünftig sortieren können, vernünftig heißt vollständig, ja, und besser geht es nicht. Also, wir wissen, besser als das geht es nicht. Das heißt damit im Ergebnis, Heapsort und Mergesort, das waren ja die beiden, die auch im Worst Case die Laufzeit n log n hatten, sind asymptotisch optimale Sortierverfahren.